Dumme und Flo zocken und sind Bros. Sie sind blöd Bros. Was haben wir noch Schönes? Intern! Intern. Das oder das? Ich bin für das. Das hier? Ja, definitiv. Größer, ne? Es ist größer und es guckt in die Kamera und es ist fröhlich. Und ich würde das links. Links? Ich bin für das. Ja? Ja. Es ist scheiße, dass es nicht als Foto für beides gilt. Ja, muss jetzt das nehmen, ist glaube ich nur das eine. Das ist halt das andere dann. Ja. Es ist nur das eine. Ja. Das ist das einzige, wo es als Mushas gilt, weil Mushas in der Mitte des Bildes ist. Das hast du fein gemacht, will ich damit sagen. Ja, Flitze Pikachu, obwohl wir haben schon Surf Pikachu. Das wird schwer zu toppen sein. Das ist halt auch nur Pikachu. Ja, nee, lass mal. Das können wir. Pikachu kann uns mal am Arsch. Wir haben genug Pikachu für einen Run. Ich will mal, wir können mal gucken trotzdem. Ja, eigentlich. Ja, er wird's eh nicht nehmen. Vergleiche die Bilder mit Z. Aber es furzt Sterne. Es sieht aus, als würde es raketenmäßig abgehen. Völlig losgelöst von der Erde. Schieß ich Furze mit Sterne. Auf dem nächsten Blöd Bros Album. Oh Gott. Der bekannte Hit. Das ist das nächste vor allem. Das ist natürlich das erste Album auch. Also das erste Album, was wir bei einem großen Label rausbringen. Starfart. Ja! Also meine ich, heißt das Lied dann wahrscheinlich, oder? Aber auch das Album muss dann ja, also wenn, wir müssen die Kohärenz, ne, deswegen muss es Starfart heißen. Und das ist dann die erste Single. Aber wir müssen, was? Was? Er sieht, nimm das andere. Du warst aber andere. Alter, da ist ein, hallo, es hat ein Rücken. Oh. Ja, was soll ich mit diesem alten Mann machen? Er sieht nur das andere. Für außergewöhnliche Sachen ist er nicht so gut zu gebrauchen. Hauptsache, okay. Das Pokémon ist. Hattest du mir das gezeigt? Pokémon Snap Instagram? Kennst du das Video? Mit diesen Posen. Mit den heißen Posen. Hä? Mit den Furry. Nein. Es gibt wirklich ein Pokémon Snap Instagram Verarschungsvideo. Wo dann Professor Eich bei dem Typen anruft. Ja, genau, ja. Also, ey, was hast du mit dem Gefährt gemacht? Ja, ich hab's verkauft und mir dann ein Fahrrad für geholt. Ja, genau. 4 Gänge, Ast rein. Lamus. Oh, wie heißt nochmal die dritte Entwicklung? Lasho King. Oder warte, war das überhaupt. Nee, das war. War das eine dritte Entwicklung oder war das eine Alternativentwicklung? Wenn du, glaube ich, einen Kingston hattest, oder? Genau, aber was die Frage ist, war es eine Entwicklung von Lamus oder eine Alternativentwicklung von Phlegmon? Ich glaube, es war eine Entwicklung, oder? Ich glaube auch, ja. Obwohl es halt nicht wirklich eine Entwicklung ist. Also, musstest es aber tauschen, glaube ich. Genau, so. Mit Kingstone tauschen. Aber es war halt keine richtige Entwicklung, weil sie ähnliche Stats haben, aber halt anders verteilt. Deswegen ist Lamus halt immer noch geil. Und Lasho King ist so okay. Kann man mal machen. Puh! Was? Ich hab. Da sind 3 Stück drauf gewesen. Schiebung, sag ich. Du. Was? Es ist ein. Nicht in der Mitte des Bildes? Das ist goldener Schnitt. Ja, das ist. Das ist in der Kunst gern gesehen. Das ist goldener Schnitt. Merkst du, Gold heißt so viel wie gewonnen. Ja. Ein Schnitt heißt so viel wie. Eich heißt so viel wie Holz. Ja. Ist nicht so gut wie Gold. Ist dir aufgefallen, dass die Professoren alle die Namen von Bäumen haben? Ja. Dann muss ich das ja nicht nochmal sagen. Dass die alle die Namen von Bäumen haben? Die haben alle die Namen von verschiedenen Eich. Bäumen. Birk. Aber ich kann, vor allem, ich kann nur die englischen Namen alle auswendig. Eich, Birk. Scheiße. Wie heißt die mit X und Y? Franzose. Franzose 1. Professor Franzose. Der heißt. Professor Franzos. Professor Jean Renault. Professor Jean Renault. Ja, aber gut, dass wir den Punkt gemacht haben, dass die alle Baumnamen haben und dann kriegen wir genau 2 hin. Elm, Oak, Birk. Elm hast du gerade auch gesagt. Ja, aber das ist der englische Name. Ich glaube, der ist im Deutschen anders. Aber ich bin nicht sicher. Elm, Oak, Birk. Elb. Birk. Elb, dieser Elb. Elbe ist ein Fluss.
Alp? Ich weiß nicht, wie der Ulme? Ulmen. Ulmen. Christian? Was so Ulm? Oh Gott, Alexander von Eichbo, wir sind jetzt echt schon lange, hängen wir jetzt echt schon. Ja, Entschuldigung. Drück's einfach durch. Ja. Sonst kommen wir ja gar nicht zu irgendwas. Flitze-Pikachu, das ist tatsächlich. Oh, Flitze-Pikachu, das hat Flitze-Kacke. Achso, ne? Dieses wundervolle Pikachu mit Dünnpfiff. Wie soll ich das denn sonst fotografieren? Da kann ich doch nicht besser sein. Ja, ich, Surfer-Pikachu ist halt schon eine ganz andere Nummer, ne? Da muss halt echt... Wenn du davon... rennt halt die ganze Zeit umher, du Spatzt. Dein letztes Bild war wirklich um einiges besser als dieses. Also ich dachte ja eigentlich, du würdest langsam Fortschritte machen. Aber ich kann mir aussuchen, welches es nehme und aus Prinzip nehme ich das. Ja, besser ist das. Ne, das nehme ich jetzt raus aus dem Report. Das ist ja eine Farce. 65, wenn du noch 6670 Punkte... Oh. Oh nee, ne? Jetzt müssen wir echt... Was? Ich muss einfach alles nochmal richtig machen gerade. Oh, Jesus. Was? Willst du von mir? Du bist nicht Jesus. Jedenfalls verraten wir das niemandem. Oh, stimmt, da war was. Also habt ihr das alle nicht gehört? Och, ist das nervig. Wie soll ich denn das Quapsel fotografieren? Kommt doch da nicht raus. Nee, ich weiß es nicht. War der mit dem Quapsel nicht einverstanden, dann fotografierst du, wenn es hüpft, genau. Nicht so einfach. Ja, es muss dem... Ah doch, die kannst du alle zusammenlocken irgendwie. Ja, ja, das kriegen wir schon alles hin. Oder musst du sie anwerfen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich nicht den geringsten. Merkst du? Nicht den geringsten. So, jetzt guck nicht die ganze Zeit nach hinten. Ich glaube, das Ding kriegst du nur mit einem... hol das andere raus. Genau, lock das raus. Jetzt schnapp, yes, nice, geil, 100.000 Punkte, 1 Million Dollar. Okay. Doppelte Punktzahl für die halbe Mühe. Muschas, achte auf die Muschas, guck nach vorne. Die Muschas kommen. 5 Punkte die für die Muschis. Nein, wir brauchen kein neues Flagman, okay? Hätte sein können. So, da achte gleich auch schön drauf, was da passiert. Denk an die Muschas. Carpador! Nice. Muschas. Ja, rechts. Guck nach rechts auf die Wolke. Rechts die Wolke. So, was? Ah, Giflor. Aber ich glaube, da brauchst du, glaube ich, den Gasball. Ja, da brauchst du einen Gasball, glaube ich, für. Oder, nee, da brauchst du die Pokeflöte für, glaube ich. Genau so klingt die Pokeflöte. Yeah. Gut, jetzt musst du gleich... mit den Safcons war auch nicht zufrieden, ne? Are you? Ah, never. Aber das ist ein Klogger gewesen, das ist ein Klogger! What? Oder? What? Oder irre ich mich? Ja, das ist das Pokémon-Symbol! Ja. Ah, okay. Aber ich glaube, das gilt aus der Perspektive nicht. Ich glaube, du musst erst das Giflor aufwecken, dann ist die Wolke weg und dann. Ja. Und jetzt achtest du schön. Nice. Okay. Hier war jetzt das Enton. Schön. Nächstes Mal bei den Build Bros. Was? Ja, wir müssen. Guck mal auf die Uhr. Also, nein, ich meine jetzt, warum das Internet. Nächstes Mal ist Porygon-Zeit!